Well, that's convenient. Einfach. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Geschichten aus Runeterra. Heute mit Vex. Und ja, die Wahl war knapp. Es wäre auch fast Graves geworden. Tut mir leid, dass es dieses Mal so blöd gelaufen ist, weil YouTube irgendwie mein Community-Tab verhunzt hat. Keine Ahnung, was da los war. Aber es hat ja trotzdem geklappt, dass wir irgendwie eine kleine Abstimmung hatten. Zum Glück hat es jetzt bei der letzten Folge wieder funktioniert. Hoffen wir, dass es jetzt weiterhin funktioniert. Für die, die zum ersten Mal dabei sind, ich werde erst einmal ein bisschen ungeskriptet meine Gedanken über das Design des Charakters brabbeln. Danach werde ich die Hintergrundgeschichte vorlesen, diese kommentieren, die Color Story vorlesen und auch diese kommentieren. Und dann ist das Video eigentlich auch schon vorbei. Beginnen wir also gleich mal mit dem Design. Und naja, Vex ist ziemlich straightforward, sage ich mal. Das heißt, wir haben einen Yordle erstmal. Und hier muss ich sagen, ich finde es sehr gut, dass dieser Yordle dieses Mal auch als weibliche eine Art tierische, ja eher schon Schnauze als eine Nase hat. Gefällt mir sehr gut. Die Ohren sind eindeutig ein bisschen pelziger als bei den anderen weiblichen Yordles. Gefällt mir sehr, sehr gut. Wir sehen aber auch, die Haare sind in so einem, ja, schon fast Neonfarbton, in dem Fall so türkis. Sonst ist das Bild allerdings eher von schwarz und dunklem Violett gezeichnet, mit so ein paar kleinen Metallelementen wie Messing, aber das auch nur bei der Halskette und den, nennen wir es mal, Ring, wo halt das Band ihres Hoodies rauskommt. Und das ist auch wieder so eine Sache. Sie trägt im Grunde einen viel zu großen Kapuzenpullover. Das wirkt einerseits ein bisschen moderner als bei vielen anderen Champions, aber es passt auch so ein bisschen zu dem, was sie ausdrücken soll, zumindest wenn man jetzt einfach nur mal schaut, wonach sie wirkt. Weil wir sehen, sie schaut zur Seite, hat so einen eher genervten Ausdruck. Wir sehen auch noch dieses eigenartige Ding im Hintergrund, das ist ja ihr Schatten. Das heißt, das spielt durchaus auch eine gewisse Rolle, aber es drückt ein bisschen was aus, was sie selber nicht ausdrückt. Speziell, wenn wir nämlich die Animationen im Spiel mal betrachten, ist ihr Schatten sowas wie das, was ihre eigentliche Gefühlslage deutlich eher verrät als sie selbst. Was es damit genau auf sich hat, das werden wir wahrscheinlich in der Hintergrundgeschichte erfahren. Aber die grundsätzliche Ästhetik von Vex ist mehr so genervter Teenager. Was allerdings ein bisschen eigenartig ist, weil Yordles sind theoretisch so ziemlich unsterblich. Und das könnte auch ein essentielles Thema von ihr sein. Da werden wir dann aber zu kommen. Generell, es ist ein sehr interessantes Bild bei ihr, weil viel zu lange Ärmel bei diesem Hoodie. Und generell, also alles wirkt zu weit, was wie gesagt so eine typische, ja zum Beispiel Emo- und Goth-Kids-Optik, sage ich mal, ist. Und eigentlich alles an ihr sieht danach aus. Daher, denke ich, bietet sich eigentlich jetzt mal an, direkt in ihre Hintergrundgeschichte zu springen und dann mal zu schauen, ob das Ganze denn storytechnisch auch eine Begründung hat. Und da sage ich schon mal, viel Spaß damit. Vex, die Schwarzseherin. Im schwarzen Herzen der Schatteninseln stapft eine einsame Yordle durch den gespenstischen Nebel, zufrieden mit ihrem düsteren Elend. Mit einem endlosen Vorrat an Unwohlsein und einem mächtigen Schatten im Schlepptau schirmt sich Vex vor dem Elan und der Fröhlichkeit der Außenwelt und all den lästigen Normalos ab, die sie bewohnen. Aufgewachsen in Bandel hatte Vex nie das Gefühl, dazuzugehören. Die Launenhaftigkeit und die Farben des Yordle-Reiches waren ihr zuwider. Trotz aller Bemühungen ihrer Eltern schien sie nie ihr Yordle-Gemüt oder gleichgesinnte Freunde zu finden und verbrachte die meiste Zeit schmollend in ihrem Zimmer. Dort fand sie einen unerwarteten Seelenverwandten in ihrem eigenen Schatten. Er war schwarz, ihre Lieblingsfarbe, und sprach nicht, der perfekte Begleiter für die mürrische Jugendliche. Sie lernte, sich mit dem Schatten zu unterhalten, indem sie zu ihrer eigenen Belustigung düstere Pantomimen aufführte.
Doch leider war es nur ein Schatten, der Vex nicht vor der abscheulichen Fröhlichkeit, die sie umgab, schützen konnte. Sicherlich war da noch mehr, etwas Dunkleres, etwas Trauriges, ein Etwas genau wie sie. Dieses Etwas tauchte in Form einer Graunacht auf, dichte Wolken schwarzen Nebels, die durch Bandle waberten und seine Bewohner in Panik versetzten. Während die meisten Jordel tapfer kämpften, um den Nebel zurückzudrängen, war Vex von dem üblen Miasma fasziniert und begann ihm zu seiner Quelle zu folgen. Als sie auf den Schatteninseln ankam, traute Vex ihren Augen nicht. Vor ihr erstreckten sich weite Land- und Meeresflächen ohne Leben und Farbe. Hier konnte sie endlich schmollen, unbehelligt von dem Gelächter und der Fröhlichkeit der anderen. Als die Tage vergingen, merkte Vex, dass der schwarze Nebel eine seltsame Wirkung auf sie hatte. Ihr Schatten hatte eine neue und geisterhafte Gestalt angenommen, viel lebendiger und ausdrucksstärker als sein Wirt, und ihre gutartige Jordelmagie hatte sich in etwas viel Unheimlicheres verwandelt. Vex konnte nun ihr Elend weit und breit verströmen. »Wer hat diesen wundervoll schrecklichen Ort erschaffen?«, fragte sie sich. Ihre Frage wurde bald beantwortet, als der gestürzte König Viego auf den Inseln erschien und versuchte, seinen Nebel in allen Ecken Runeterras zu verbreiten. Bei der Begegnung mit Vex erkannte Viego, dass die Jordel die einzigartige Fähigkeit besaß, Verzweiflung zu verbreiten, wodurch die Menschen anfälliger für seine Graunacht wurden. Vex wiederum wurde von seiner Vision einer von schwarzem Nebel bedeckten Welt inspiriert. Die beiden verbündeten sich schnell und machten sich daran, die ganze Welt in ein graues Ödland zu verwandeln. Bevor Viegos Vision vollständig verwirklicht werden konnte, entdeckte Vex sein wahres Motiv. Er wollte die Seele seiner toten Königin Isolde zurückgewinnen und sich mit ihr im Eheglück wieder vereinen. Sie schauderte vor Abscheu und fühlte sich verraten. Der Mann, dem sie vertraut hatte, um das Glück der Welt auszulöschen, hatte es in Wirklichkeit selbst gesucht. Vex verließ Viego, der von den Wächtern des Lichts besiegt wurde. Seine Träume von einem ehelichen Wiedersehen zerschellten an den Steinen der Trümmer von Camavor. Als sie wieder allein war, sah sie enttäuscht zu, wie die Welt wieder zu dem hellen, bunten Ort wurde, den sie immer gehasst hatte. Eine dauerhafte Melancholie zu finden, war schwieriger, als sie gedacht hatte. Sie kannte einen letzten Ort, an den sie gehen konnte. Ein todsicherer Weg, um das Elend zu erreichen, nach dem sie sich sehnte. Sie besuchte ihre Eltern in Bandle, um ihnen zu zeigen, wer sie geworden war und um sich in ihrer Missbilligung zu sonnen. Die junge Jordel sah zu, wie ihre Eltern sprachlos wurden, still wie Baumstümpfe. Ihr Gesichtsausdruck wechselte von Schock über Ablehnung bis hin zu zögerlicher Akzeptanz. »Liebes, wir verstehen das nicht«, sagte ihre Mutter und deutete mit dem Finger auf das Wesen, das Vex geworden war. »Aber wir lieben dich trotz allem«, sagte ihr Vater, »und wenn du glücklich bist, sind wir es auch für dich.« Vex verdrehte die Augen und ließ einen lauten, verärgerten Seufzer aus. »Ihr seid echt die Schlimmsten«, stöhnte sie. Sie stapfte aus dem Wohnzimmer ihrer Eltern, begierig darauf, zu den Schatteninseln zurückzukehren, wo sie ungestört schmollen konnte. Ich denke, es wird mal wieder Zeit für ein kleines bisschen Kontext, denn Vex ist ja eine Jordel. Haben wir mitgekriegt, Bandle und so weiter. Aber eine Sache wird noch nicht ganz klar, nämlich Jordel neigen dazu, Eigenschaften ihrer Umgebung anzunehmen und so ein bisschen, sagen wir mal, parodistisch zu verkörpern. Das heißt, wir haben zum Beispiel Poppy, die diese demasianischen Ideale von Treue zum Beispiel wirklich so stark verkörpert, dass sie absolut treu doof ist.
Klett ist mehr oder weniger eine Verkörperung des noxianischen Militär- und Eroberungswahns. Dann haben wir, na, Kennen ist weniger Parodie, aber er ist halt so der klassische ionische Ninja geworden, der auch irgendwie die Magie des Landes teilweise besitzt mit seinem komischen Blitzzeug. Was haben wir noch? Vega, der quasi das Böse von Mordekaisers Festung in sich aufgesogen hat und selbst zwar immer noch als Yordle irgendwie gut ist, sich aber für den großen Bösen hält. Und die Schatteninseln haben eben auch Vex verändert. Und zwar auf eine Art, dass ihr Schatten, sagen wir mal, ausdrucksstärker wurde. Also ihre Schattenmagie, die sie wohl von Anfang an hatte, wurde stärker. Und in diesem Schatten brechen sich dann eben diese Gefühle Bahn und werden deutlich besser ausgedrückt, als sie das normalerweise tut. Aber sie ist ansonsten diese... Ja, sollen wir mal ehrlich sein, sie ist wirklich wie ein Teenie. So in dem Sinne auch, dass sie dann zu ihren Eltern zurückkommt und so, hey, guck mal, das ist jetzt Phase hier. Und dann richtig genervt ist, dass die das halt einfach hinnehmen und sagen, ja, wir haben dich trotzdem lieb. Es ist in Ordnung, wenn das dein Weg ist, dann unterstützen wir dich. Das ist etwas, was sie nicht will. Aber so ist es dann nun mal gelaufen und ja, an sich finde ich sowas schon recht interessant. Die Frage ist nur, warum ist sie so? Weil sie ist ja durchaus schon so ähnlich gewesen, bevor sie überhaupt auf den Schatteninseln war. Jetzt nicht mit den magischen Kräften, dass sie dann dieses Elend verbreiten konnte und ja, irgendwoher muss ja dieses seltsame, nihilistische Verhalten, das sie an den Tag legt, auch kommen. Und vielleicht wird das in der Color Story erzählt. Springen wir doch einfach mal da rein und überlegen uns dann, wie gut das insgesamt zusammenpasst. Viel Spaß! Die Bedeutung von Elend von John O'Brien. Auf der Insel war es Mittag geworden und Vex erwachte soeben aus ihrem Nachtschlaf. Der schwarze Nebel, der sich über die Schatteninseln gelegt hatte, war heute besonders dick und tauchte die Welt in eine verzweifelte Stimmung, die ihr außerordentlich gut zu Pass kam. Aus der grausigen Menge an Geistern um sie herum drangen Schreie und Zischen, die ihr das Blut in den Adern gefrieren ließen und zugleich hoffnungsvoll schienen. Vielleicht wollte sie sich ja auch an diesem außerordentlich trostlosen Tag mit ihnen befassen. »Ihr wollt schon wieder spielen?« Vex seufzte. »Na gut, ich spiele mit euch, aber diesmal muss jemand anders der Totengräber sein.« Vex hörte, wie ihr Schatten sich freiwillig meldete. »Schatten, wenn du der Totengräber bist, muss ich auch der Totengräber sein.« Schatten sah sie mit traurigen, hoffnungsvollen Augen an. »Was soll's? Obwohl es total dumm ist, sind Schatten und ich eben die Totengräber. Und ihr anderen geht sterben.« Schatten legte die Hände über seine Augen und begann bis 100 zu zählen, während die Geister schnell in alle Richtungen stoben, um sich ein gutes Versteck in den Felsspalten und Ruinen auf der Insel zu suchen. Vex hatte sich die Augen nicht zugehalten und sah, wie in der Ferne etwas Merkwürdiges durch den dichten Nebel hopste. Es sah aus wie ein paar spitze Ohren. »Kleiner Fisch«, rief eine Stimme direkt unterhalb der Ohren, »bist du hier, Yordling?« »Oh nein«, sagte Vex mit Bestürzung, »das ist doch hoffentlich nicht.« Die spitzen Ohren hüpften weiter auf sie zu, bis endlich die dazugehörige Gestalt sichtbar wurde. Vor Vex stand ein älterer Yordel und hatte die Arme vor Vorfreude ausgebreitet. »Da bist du ja, Yordling«, rief er. Auf Vex Gesicht breitete sich ein Ausdruck der Verachtung angesichts der vertrauten Person aus. »Onkel Milty, was machst du hier?« »Was soll das denn heißen? Darf ein erwachsener Yordel nicht mal seinem kleinen Fisch einen Besuch abstatten?« antwortete Onkel Milty erbarmungslos fröhlich. »Nenn mich nicht so.« Vex bemerkte, dass ihre geisterhaften Freunde langsam wieder aus ihren Verstecken auftauchten, weil der Besucher sie neugierig gestimmt hatte. »Ich hab ziemlich viel zu tun«, erklärte Vex ihrem Onkel. »Kannst du mir nicht einfach sagen, was du hier willst und dann wieder verschwinden?«
Onkel Miltys sonst so robustes Lächeln verschwand und machte einem sorgenvollen Blick Platz. »Nun gut, ich möchte ehrlich sein, kleiner Fisch. Es geht um deine Eltern.« Vex rollte so sehr mit den Augen, dass sie beinahe aus den Augenhöhlen fielen. »Puh, was ist denn mit denen?« Warum machte sich Onkel Milty überhaupt Gedanken darüber, was ihre Eltern dachten? Er war sowieso nicht ihr richtiger Onkel. »Sie würden es dir nie selbst sagen, aber sie sind krank vor Sorge um dich«, erklärte Onkel Milty. »Du lebst an diesem düsteren, stinkenden Ort. Du gibst dich mit Geistern ab. Du musst nach Hause kommen.« »Nein, auf gar keinen Fall.« »Bitte, kleiner Fisch.« »Nein.« »Nur zu einem Besuch, um ihnen zu zeigen, dass es dir gut geht.« »Nein.« »Nur ganz kurz, einmal winken und wieder weg.« »Nein, und jetzt hau ab«, sagte Vex. Onkel Milty runzelte die Stirn. Diesen Widerstand hatte er offenbar nicht erwartet. Einen Moment später strahlte wieder das übliche Lächeln auf seinem Gesicht und das Funkeln war in seine Augen zurückgekehrt. »Tja, wie ich sehe, bleibt dann nur noch eins zu tun«, sagte der alte Jordel. Er bewegte seine Fingerspitzen und beschrieb mit seinen Händen einen Bogen um seinen Körper herum. Vor ihm erschien ein großes Regenbogenportal. »Wir sollten nicht trödeln. Bei deinen Eltern gibt es gleich Tee. Wenn wir uns beeilen, sind wir noch rechtzeitig da.« Vex zuckte zurück, als Onkel Milty sie zum magischen Tor ziehen wollte. Sie reagierte schnell, hob ihre Hand und ließ so einen dicken, schwarzen Schatten bei ihren Füßen erscheinen, der das helle Portal erlöschen ließ. »Wenn du glaubst, dass ich durch das Ding gehe, hast du noch weniger Ahnung, als ich dachte.« Verwirrt hob Onkel Milty eine seiner buschigen Augenbrauen. »Aber, kleiner Fisch, sieh dich mal um. Diese Insel ist für tote Sachen.« »Ach, darum bin ich ja auch hier«, sagte Vex. »Menschen sind scheiße. Jordel sind echt scheiße. Wenn ich Farben sehe, muss ich kotzen. Und hier gibt es all das nicht.« Onkel Milty strauchelte, so sehr verblüfften ihn die Worte seiner Nichte. Dann rollte eine Welle der Erkenntnis über ihn, und das Funkeln kehrte erneut in seine Augen zurück. »Oh, ich weiß, was los ist. Du warst schon zu lange nicht mehr im Bendelwald. Deine Jordelseele hat ihre Kraft verloren. Du musst nur ein paar Tage daheim verbringen, dann fühlst du dich wieder jordelwohl.« Er bewegte seine Fingerspitzen und erschuf erneut ein Regenbogenportal. Vex hatte das Gefühl, als würde ihre Seele von Grund auf erschüttert, als ihr ihr ewiges Elend bewusst wurde. Sie war ein Jordel, sie würde immer ein Jordel bleiben und der Qual dieses unverwüstlichen Enthusiasmus ausgeliefert sein. Es sei denn... Vex hatte eine Idee, sie musste beinahe lächeln, als sie merkte, dass sie vielleicht die Lösung für diese Qual gefunden hatte. Schnell unterdrückte sie das Lächeln, gab sich voll und ganz ihrer wahren, gedrückten Stimmung hin und stierte auf den Boden. »Und was ist der Sinn des Ganzen, Onkel Milty?« »Der Sinn wovon, Vexi?« »Na, von dem allen hier. Von Bendel, von Jordel, vom Leben?« Sie hob den Blick vom Boden und sah, wie das Lächeln ihres Onkels verblasste. »Der Sinn des Lebens?« fragte er. »Ist das nicht...« Während ihr Onkel mühsam nach Worten suchte, beantwortete Vex ihre Frage eifrig selbst. »Was ich sagen will ist, wir sind doch alle nur zufällige Magiebündel. Wer wir sind, was wir tun, wer unsere Familie ist, das haben wir uns doch nicht ausgesucht. Wir haben keine Kontrolle und treiben nur so dahin wie tote Blätter.« Ein seltsamer Ausdruck der Entschlossenheit bildete sich auf Onkel Miltys Gesicht. »Oh, ich glaube, das stimmt nicht. Wir können doch andere glücklich machen. Was ist damit?« »Ja, schon. Aber ihr Glück hält doch eigentlich nie an, oder?« Vex spürte, wie ihre Worte ihrem Onkel die Luft zum Atmen nahmen und sah, wie seine langen, spitzen Ohren zusammenklappten. »So ist es auch mit allem anderen auf dieser Welt«, fuhr sie fort. »Glück, Vögel, Bäume, Käfer, Regenbogen, alles vergeht.
Man könnte vielleicht sogar sagen, das ist ihr Sinn. Sie sind für ein paar Minuten bei uns und sterben dann. Genau wie diese Trottel hier. Vex zeigte auf ihre Geisterfreunde, die aus ihren Verstecken herauslugten und ihre grauenhaften, verblassten Gesichter zeigen. Als sie sich wieder zu ihrem Onkel drehte, konnte sie ein leichtes Stirnrunzeln auf dem Gesicht ihres Onkels ausmachen. »Ich schätze, ich habe noch nie so darüber nachgedacht«, sagte ihr Onkel. In der Hoffnung, den Pfahl des Elends noch weiter in sein Herz zu bohren, griff Vex tief in den bodenlosen Quell der Verzweiflung ihrer Seele. »Ja, ich weiß, es ist deprimierend, aber der ganze Sinn des Lebens ist der Tod.« »Der Tod?« wimmerte Onkel Milty. »Ja, und das Schlimmste an allem, nicht einmal den dürfen Jordel erleben. Wir bestehen einfach weiter fort, verdammt zu einer dummen, magischen, sinnlosen Existenz.« Onkel Miltys Lippen zitterten. Wie Diamanten schimmernde Tränen rannen seine Wangen hinab. Das Regenbogenportal hinter ihm löste sich auf und wurde eins mit der Finsternis der Umgebung. »Das ist so schrecklich«, weinte er. »Ja, nicht wahr?« sagte Vex. Plötzlich brach Onkel Milty in unkontrolliertes Schluchzen aus. Sein Schluchzen rollte wie Donner und vertrieb selbst die geisterhaftesten Gespenster in der Nähe. Als ihr Onkel weinend davonlief, seufzte Vex vor Erleichterung und konnte endlich die Bürde aufdringlicher Fröhlichkeit von ihren winzigen, hängenden Schultern rutschen lassen. »Okay«, sagte sie, »ihr könnt jetzt alle rauskommen.« Nach und nach tauchten ihre spektralen Gefährten wieder aus den Felsspalten und Ruinen um sie herum auf. »Noch ein Spiel«, sagte Vex, »und hey, dieses Mal spiel ich den Totengräber.« Und damit haben wir jetzt auch ihre Color-Story hinter uns und ja, wir sehen, Vex ist ziemlich, könnte man sagen, niedergeschlagen von dieser Erkenntnis, dass sie eben ewig leben wird. Da könnte man jetzt auch über so ein paar Sachen dann reden. Wahrscheinlich können Jordel doch durch Gewalt sterben, aber sie altern nicht ab einem gewissen Punkt, beziehungsweise sie sterben nicht an Alter. Denn wenn man es mal genau betrachtet, sind Jordel ja sowas wie die Feenwesen von League of Legends bzw. Runeterra. Und ja, es ist natürlich dann auch eine Sache. Jetzt bei ihr, klar, es kommt diese Teenie-Mentalität dazu nach dem Motto, boah, ist doch eh alles sinnlos, alles scheiße etc. Aber das jetzt kombiniert mit dieser unsterblichen Aussicht, ja, du siehst eigentlich sowieso nur Sachen verenden. Du siehst mit der Zeit immer wieder Dinge, an die du dich gewöhnt hast oder die dir was bedeuten oder auch Personen nach und nach sterben. Das ist leider Teil des Lebens. Doch für Jordels geht das ewig weiter und das ist natürlich auf eine gewisse Art deprimierend. Und das ist durchaus verständlich, dass man dann vielleicht so ein bisschen speziell wird. Wobei ich es auch sehr interessant finde, dass sie eben diese Aura der, ja, ich möchte es nicht Gelassenheit nennen, eher Gleichgültigkeit nach außen trägt, obwohl der Schatten eindeutig zeigt, dass diese Emotionen halt trotzdem da sind und auch nicht schwach. Also Vex ist auf eine gewisse Art emotional unreif, was man auch daran sieht, wie sehr sie eben auf Viego gestanden hat, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Aber ja, sie wünscht sich quasi eine Welt, die so wird wie sie. Und ja, vielleicht sieht sie eben auch in den Toten sowas wie ewige Freunde, die sie nie verlieren wird. Aber gleichzeitig weniger bunt und aufgedreht als eben Bandle City. Und ich verstehe auch dieses Gefühl der Andersartigkeit und dass man sich dann ja zurückziehen möchte und gar nicht so viel mit den anderen zu tun haben möchte, die augenscheinlich gar nicht das Verständnis aufbringen. Und bei mir, okay, ich muss zugeben, bei mir ist die Andersartigkeit eine andere Sache gewesen. Ich habe nicht auf diese Art pubertiert. Aber ich sag's einfach mal so, ich bin nicht so unbedingt neurotypisch. Was halt heißt, bei mir, es ist nicht diagnostiziert, aber es ist eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwo so am Rande des autistischen Spektrums liege. Was halt auch heißt, dass ich
ein bisschen anders auf viele Sachen reagiere und viele Leute auch einfach kein Verständnis dafür haben, wieso ich auf gewisse Dinge anders reagiere. Um zum Beispiel mal Jan-Philipp Zimny zum Thema Clubs zu zitieren, Reizüberflutung ist halt kein Dance-Move, so der Grund, warum man da nicht hingeht, und das ist zum Beispiel ein Problem, was ich auch habe. Und ich verstehe, dass wenn man andersartig ist, dass Leute eben wenig Verständnis zeigen. Ich hatte das Glück, dass ich ein Elternhaus hatte, das eben sehr, sehr viel Verständnis aufbrachte und versucht hat, eben sich in meine Lage zu versetzen. Und die haben auch schnell gemerkt, dass ich weiß, was gut für mich ist und was ich ja vielleicht aus welchen Gründen mache. Zum Beispiel habe ich am Anfang gesagt, ich möchte unter keinen Umständen auf so einen Martinszug oder sowas gehen, was es halt in der Gegend, wo ich wohne, halt häufiger mal gibt. Naja, in der entsprechenden Jahreszeit. Und die haben mich einmal dazu gedrängt, das zu machen. Die haben mich auf halber Strecke rausgezogen, sich entschuldigt und gesagt, sie machen es nie wieder. Weil ich da wirklich gelitten habe und man mir das auch angesehen hat. Und ja, Vex ist aber so eine, bei der die Leute hinkommen und sagen, hör mal, komm, ich weiß, was dir fehlt. Und komplett von sich eben auch auf sie schließen. Und dabei komplett übersehen, dass Vex eine eigenständige Person ist. Ich würde sagen, Vex ist trotzdem eine, die einen Weg geht, der nicht gesund für sie ist. Aber die Leute versuchen es auf eine völlig falsche Art. Daher, wenn ihr nicht versteht, warum Leute etwas machen, fragt sie einfach. Wenn ihr Leute nicht versteht, lasst es euch von den Leuten erklären, was los ist. Ihr könnt Leuten nur vor den Kopf gucken und nicht in den Kopf, und eure Erfahrungen und eure Meinungen müssen nicht die von anderen Leuten sein. Daher bitte, seid lieb zueinander. Das ist eigentlich sowieso das eine Gebot, an das sich alle Menschen halten sollten. Seid einfach lieb. So. Aber ich denke, damit schließen wir auch Vex jetzt erstmal ab. Genug depressives Zeug für heute. Wir haben natürlich wieder eine Abstimmung. In meinem Community-Tab könnt ihr wieder für einen von drei Champions stimmen, der dann beim übernächsten Mal drankommt. Zum Glück hat es letztes Mal dann wieder gut funktioniert und da war ich dann auch sehr erleichtert, dass es funktioniert hat. Von daher, ja, ich würde sagen, gehen wir doch dann einfach mal in die Charaktere, die zur Abstimmung, ja, zur Auswahl stehen, ne? Zum einen haben wir einen Charakter, bei dem ich mir relativ sicher bin, dass diese Person diese Wahl gewinnt. Vi, Piltovers Vollstreckerin. Fizz, der Gezeitentäuscher. Und Gwen, die begnadete Näherin. Ich weiß nicht, zum wievielten Mal Fizz jetzt dabei ist, aber okay. Gehen wir mal kurz eine Zusammenfassung durch. Vi kennen viele aus Arcane. Man muss sagen, das ist nicht der exakte LoL-Kanon. Das heißt, da gibt es ein paar kleine Unterschiede, aber Vi stammt ursprünglich aus Zorn, war ein Gangmitglied, ist dann aber schließlich irgendwie nach Piltover gekommen und da dann den Vollstreckern beigetreten. Fizz ist ein aquatischer Jordel, der um Bilgewasser herumlebt und ziemlich viel Mist baut. Und Gwen ist ursprünglich eine Puppe gewesen, und zwar von Isolde, also Viegos Frau, während dann natürlich deren Seele, ja, zerschnitten wurde, könnte man glatt sagen, oder zerrissen wurde, ist ein Teil dann eben in Gwen gelandet und daraus ist dann halt dieser Champion entstanden und verkörpert dann auch gewisse Eigenschaften von Isolde. Aber gut, wir sehen, wer dann diese Abstimmung gewinnt. Ich bin mir relativ sicher, wer es wird, aber vielleicht überrascht ihr mich ja. Und ja, dann sehen wir beim nächsten Mal, wie das so ablaufen wird. Ihr dürft natürlich auch gerne Kommentare hier unter diesem Video lassen. Ihr dürft gerne mich anderweitig unterstützen mit zum Beispiel Däumchen, Abonnements, Glocken drücken und so weiter. Ihr wisst, YouTube, Engagement, der ganze Kram. Wer mich finanziell unterstützen will, kann das machen über die Links in der Videobeschreibung. Da gibt es für einmal Spenden Ko-fi, für regelmäßige Sachen Patreon. Und falls jemand durchaus etwas direkt dafür haben will, es gibt ein Hörbuch zu kaufen auf Bandcamp, das man sich aber auch auf diesem Kanal anhören kann. Ich habe keine Sachen, die komplett hinter einer Paywall versteckt sind. Aber gut, das reicht für heute. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bleibt gesund, passt auf euch auf, gerade mit Omikron und sowas, ihr kennt's. Also dann, bis zum nächsten Mal. Cheerio!